Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich habe mal gerade den Impuls, hier noch rasch live vorbeizukommen und ja, was mit dir zu teilen, wie du es in der Überschrift schon sehen kannst, was du tun kannst, wenn du dich im Leben Situationen ohnmächtig ausgeliefert fühlst und ja, so das Gefühl hast, da kann ich keine eigenständige Entscheidung treffen, da kann ich gar keine Entscheidung treffen und ja, dich wie so gefangen gefühlst, wenn das Leben dir vielleicht Situationen schickt, wo du gerade, wie gerade so vielleicht ausweglos vom Gefühl her für dich sind. Und zwar, ich darf dir oder würde dich gern dazu einladen, dir bewusst zu machen, dass du niemals in Situationen ausweglos ausgeliefert bist, sondern, wie ich es im Satz auch schon formuliert habe, und wir können unserem Sprachjargon so viel entnehmen, wenn du auch deinen eigenen Sprachjargon dazu nimmst. Ich habe das Gefühl, ich bin hier ohnmächtig ausgeliefert. Ich habe das Gefühl, ich kann da keine eigenen Entscheidungen treffen. Die Frage ist, ist das wirklich wahr? Weil letzten Endes, auch wenn wir keine Entscheidung treffen, haben wir die Entscheidung getroffen, dass andere die Entscheidung treffen. Du selbst darfst dir immer die Frage stellen, wie will ich selbst es jetzt eigentlich wirklich haben? Das ist eine ganz wichtige, zentrale Frage. Wie will ich selbst es jetzt eigentlich wirklich haben? Ansonsten, wenn ich sage, auch wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du im Grunde genommen die Entscheidung, dass andere, das Universum oder andere Menschen oder Gegebenheiten Entscheidungen für dich treffen. Ich bringe dir ein metaphorisches Beispiel, damit es ein bisschen deutlicher wird, was ich damit meine. Stell dir ein Schiff vor, du bist auf diesem Schiff und das Schiff schippert irgendwo auf dem Meer rum. Solange du nicht selbst das Ruder in die Hand nimmst, die Kapitänin, der Kapitän, diese Energie auf dem Schiff einnimmst, wird das Schiff in der Gegend rumschippern. Sobald du die Entscheidung triffst, ich nehme das Ruder jetzt selbst in die Hand, in dem Fall metaphorisch gesprochen dein Lebensruder, nimm das jetzt selbst in die Hand und sag dem Schiff, wo es hingeht. Gib die Navigation ein, gib die Navigationsdaten ein, dass es in die Richtung jetzt hier ans rettende Ufer geht. Das wird alles verändern. Das wollte ich mal gern einfach mit dir teilen, zu deiner Rückenstärkung. Du bist niemals Situationen ohnmächtig ausgeliefert. Du hast allenfalls das Gefühl, wow, hier kann ich jetzt keine Entscheidung treffen, hier weiß ich jetzt nicht raus, hier komme ich jetzt nicht raus, sondern du darfst dich selbst fragen, auch eine wunderbare zentrale Frage. Was ist jetzt sonst noch möglich? Universum, schick mir ein paar Impulse, wie kann es jetzt gehen? Und wie es natürlich immer am leichtesten geht, ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, eine Mentorin, die dort ist, wo du hin möchtest, weil die kann dir ja natürlich viel rascher das Navigationssystem für dein Lebensschiff ans Herz geben. Und wenn du da von mir lernen möchtest, wie genau das bei dir funktioniert, wie du deinen Seelenplan entdeckst, deinen Seelenberuf daraus kreierst, dir deinen Soulmate Life auch kreierst, frei und selbstbestimmt zu leben, irmgard-ponder.de/Begleitung. Da gibt es viele verschiedene Varianten, wo du da starten kannst, was ich jetzt am einfachsten, am hilfreichsten für dich anfühlt. Und ja, wenn wir natürlich gemeinsam den Weg gehen, du wirst dann natürlich auch ganz viel deine Komfortzone verlassen, Neuland betreten in deinem Leben. Das ist auch klar, weil mit deiner bisherigen Denk- und Handlungsweise bist du ja nun mal da angekommen, wo du jetzt stehst und wenn du jetzt was verändern möchtest, wenn wir gemeinsam da was verändern, dann betreten wir natürlich auch gemeinsam Neuland. Und da bin ich gern an deiner Seite, wenn du dir da helfen lassen möchtest, damit du 2023 mal wirklich auch deine Ziele erreichst und wirklich mal in dem freien und selbstbestimmten Leben ankommst, mit all dem, was für dich dazu gehört, von dem du vielleicht sogar schon bis seit Jahren träumst. Also, du bist niemals Situationen ohnmächtig ausgeliefert, du hast es immer selbst in der Hand, Entscheidungen zu treffen. Und welche Entscheidung hast du bis eben noch nicht getroffen, die, wenn du sie jetzt treffen würdest, dich wirklich von A nach B führen würde?
In diesem Sinne, wir sehen uns. Ciao, ciao.